Und an dieser Stelle haben wir letztes Mal aufgehört. Ich muss jetzt hier einfach nur behindert rumrennen. Hier, blub, blub, blub. Hier weg. Ah, jetzt. So, ja. Wir sind ja in das Schattenreich da gezogen worden. Oder Tor oder was auch immer. Aber ja, Schattenreich. Und, ja. Wir sind jetzt zum Wolf verwandelt worden und dann von so einer Gesichtstür-Bestie da irgendwie hierher gebracht worden. Hab dich! Oh, da kriegt man ja Angst. Hehe, aber es wohl. Ob es wohl klug ist, so ein knurriges Gesicht zu machen? Was für ein Jammer. Ich hätte dir so gerne geholfen, wenn du ein braves Hündchen gewesen wärst. Gut so, Gehorsamkeit gehört schließlich zum Wesen der Menschen. Aber du bist kein Mensch mehr, sondern eine wilde Bestie, also. Na, bist ein braves Hündchen und jetzt sei schön ruhig. Was macht dieses Ding da? Ey, wir sind frei. Überrascht, hä? Aber wo sind wir hier nur hingekommen? Komm zu mir, dann kann ich es dir zeigen. So, mal schauen. Also ich denke, es ist recht offensichtlich. Hier ist das Tor. Aber ich weiß nicht, ob hier hinten irgendwas gibt. Gibt's hier was? Nein. Gibt's da was? Nein. Ich kratze den Boden auf. Okay, also jetzt müssen wir das hier zerstören. A mit B. Und jetzt hier wühlen. Dann können wir da unten durch. Yay, super. Reite, Wolf, reite. Anscheinend bist du ein richtig kluges Hündchen. Ja, nee. Du gefällst mir. Ich glaube, ich sollte dir bei der Flucht helfen. Aber dafür wirst du schön brav gehorchen, wenn ich dir etwas sage. Ist das klar? Wenn du etwas von mir willst, drückst du Z, um mir ein Zeichen zu geben. Also verstanden? Dann los. Ja! Okay. Ich würde spielen. Hier. So, was sind wir denn hier? Was ist das? Ein Tisch. Gibt's hier irgendwas? Nein. Okay. Durch die Tür kommen wir anscheinend nicht. Geil, kann man sogar aufdrücken. Und wieder zumachen, oder? Yay. Oh, okay. Ah, fast. Ah. Da brauche ich dich jetzt nicht fragen, also. Soweit habe ich es ja schon gespielt. So, yippie. Oh, was ist denn das? Ich weiß es, ein Geist. Aha, das ist ja. Hey, pass auf, ich zeige dir. Ein Tier wie du, Gespür, okay. Ja. Hier dürfte ich wohl in Sicherheit sein. Verdammt, keinen Schritt weiter, stehen bleiben. Okay. Dieser Geist ist sicher ein Soldat. Der kommt sicher geradewegs aus der anderen Welt. Hier gibt es noch mehr von diesen Geistern. Du solltest dein Gespür experimentieren, okay. Gibt es da hinten was? Hopp, spring hoch und. Cool. Ein Rubin. Ein blauer Rubin, er ist 5 Rubine wert. Oh, geil, Mann, ich bin reich. Ich verschwende jetzt nicht meine Zeit, mich mit dem Ding da zu prügeln. Du scheinst dich noch nicht an deine Gestalt an wildes Tier gewöhnt zu haben. Deshalb lasse ich mich dir sagen: Wenn du gegen Gegner kämpfst, erinnerst du dich an das, was du als wenn schon. Ist okay. Also B. Und Jump. Pio, pio. Geht's da lang? Nein. Okay, hier wieder zurück. Mann, ich springe immer runter, so ein Dreck. Hopp, hoch, hoch, hoch. So, und jump.
Ja, jetzt fließt da wieder Wasser rein und wir können über diese Stacheln da am Boden schwimmen, hechten, was auch immer. Knechten. So, hoch. Und. Oh, ein Geist. Was sind das für schwarze Monster? Wo kommen die her? Raus, ich muss raus. Okay. Chillax mal, Kleiner. Ah ja, da muss ich jetzt hinkommen. Ich mag die ja gerne. Okay. Die mag mich zu ärgern. Ich weiß genau, wo ich hin muss hier. Nee, hier nicht. Und. Hier. Ja, der Wasserspiegel steigt wieder, sinkt wieder. Ja, und jetzt können wir da hinten. Was höre ich da? Schneller, 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 schneller. Hier geht's durch. Hineingehen. Okay, hier durchkrabbeln. Ah, Schädel. Und ein neuer Geist. Egal. Ja. Hallo. Ihr Göttinnen Hyrules. Ich bin doch nur ein einfacher Soldat, der niemand Böses will. Bitte rettet mich vor dieser schwarzen, vor diesen schwarzen Monstern. Hilfe! Hallo Midna. Hä? Manchmal führen unsere Wege auch ans Ziel. Ja. Übrigens, schaffst du auch, ja, Pio. Ja, braucht man nicht wissen. Ist, ja, egal. Was ist das? Also hier war ich. Ah, doch, hier war ich schon, hier war ich schon. La 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 la. Das fällt jetzt gleich runter, passt auf. Ja. Oh mein Mann, was sollte das denn? Du bist so ein Fail, Wolf. So. Sag mal, ist das denn so schwer? Ich zeig dir, wo du Halt findest. Nimm mich einfach mit L ins Visier und verwende A, um mir zu folgen. Piu, piu, piu. Okay, so eine Piu, piu. Oh, okay. Ja. Piu. Okay, da. Ach so. Ja, piu, piu. Ich finde es so geil mit dem dazwischen, dass man das springen kann und so. Oh, hier, stirb. Stirb. So, jetzt habe ich den zerfetzt hier. Und dann geht es wieder weiter hoch und weiter hoch und weiter hoch und immer weiter. Und hier muss ich jetzt, über ein Seil tanzen. Ich bin der rückwärts. Ah, jetzt. La 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 la. Jump, jump, jump. Okay, wir sind oben. Ah, Fledermäuse oder was sind das für Dinger? Anspringen, anspringen, Wo ist das andere? Ich hab Piau. Brauche ich nicht, das Herz. Hier kann ich hoch und dann. Ja, pam. Inzwischen weißt du doch sicher, wo wir hier sind. Nein. Na, wenn wir erst nach oben kommen, wirst du es schon merken. Mich regt immer das Lachen von da auf so. Ich hasse die Hehehes, wenn schon Hahaha oder so. Aber Hehehes. Okay, da ist halt Dry Wars. Und ich weiß auch schon, wo wir hier sind, aber ihr wisst es wahrscheinlich jetzt auch schon. Aber wir warten, bis es rauskommt, wo wir hier sind. Anscheinend müssen wir dahin zu dem Turm. Endlich draußen. Und sieh nur, wie schön heute Abend die schwarzen Wolken über dem Schattenreich liegen. Und weißt du jetzt, wo wir sind? Oder hast du es immer noch nicht gemerkt? Es gibt da jemanden, der dich kennenlernen will. Also komm jetzt. Wir müssen zu dem Turm da drüben. Okay, und jump! Ja, so. Oh, noch ein Geist. Habe ich gerade nicht gesehen. Was? Hier ist auch ein Geist? Du hast es wohl nicht bemerkt, bevor wir hierher gekommen sind. Diese armen Dinger sehen zwar die schwarzen Monster, aber die können sie nicht. Was? Du denkst, ich lüge? Na dann verwende doch mal dein X-Geschwür. Yep. Verdammt, was sind das nur für Vogelmonster und was ist hier eigentlich los? Was ist denn los in Schloss Hyrule? Oh mein Gott, wir sind in Hyrule.
Dieser arme Soldat war es nicht, den ich dir vorstellen wollte. Also komm schon, wir müssen zum Turm. Nein, nicht hoch. Ich wollte schieben. Achso, mit R. Und hoch. Hoch. Hoch und... Das war knapp. Ich bin gerade fast runtergefallen. Hier, komm her. Hopp. Komm noch einmal und schub Farm. So, der ist kaputt. Und es geht weiter, weiter, weiter. Ich laufe jetzt da einfach vorbei. Okay, nein. Hier, komm her und jump. Was war da? Geil, ich kann... Tschüss. Okay. Komm schon, wir sind ja bald da. Jump, jump, jump. So, auf den kann ich jetzt verzichten. Ich gehe sofort hier rein. Ja. Sind wir jetzt auch schon hier drin, in diesem Turm. Hopp. Wer ist das? Ich weiß es. Aber weiter als so bin ich noch nicht gekommen, also nach der Szene hier. Unser Köter, also wir knurren diese Person da an. Midna? Ihr erinnert euch also an mich? Nach dieser Kreatur habt ihr also gesucht. Er sieht zwar etwas seltsam aus, aber er spielt wohl das Leben. So spielt wohl das Leben. Du warst gefangen, nicht wahr? Nee, ich hab nur eine Kette am Bein, weil es schön aussieht. Ja. Ich wurde in einem Pornokeller gehalten. Oh Gott, waren die eklig mehr. Verzeih mir. Ich glaube, unser kleiner Freund weiß gar nicht, wo er ist und was hier eigentlich passiert. Wollt ihr eben nicht sagen, was ihr angestellt habt? Ich glaube, das hat er sich redlich verdient, meine Fürstin, Fürstin der Schatten. Also gut, hör mir zu. Du befindest dich im Königreich Hyrule. In eben jenem Hyrule, dem einstmals die Kraft der Götter innewohnt. Aber dieses Hyrule wurde von einem König überfallen, der über die Schatten herrscht. Und in einem Ort des ewigen Dämmerlichts verwandelt, dessen Himmel von düsteren Wolken verhangen ist. Ah, die tolle Zelda-Musik, die gefällt mir so. Titten. Gott, sind die schlecht. Wer ist das? Skannendorf? Trefft eure Wahl, Kapitulation oder Tod. Wählt ob das Volk von Hyrule. Leben soll oder sterben. Ich gebe auf.
Hyrule brennt. Die Bürger haben Angst. Mittendrin steht ein einzelnes Kind, das weint. Und sie werden alle getötet. Oder ne? Finsternis hüllt Ruhl ein. Und ohne das Licht sind die Menschen nur noch gespensthafte Wesen. Aber sie selbst sind sich dessen nicht noch einmal bewusst. Stattdessen leben sie nur noch in Furcht vor den Dämonen der Finsternis. Und ich bin die Herrscherin dieses Reiches. My name is Zelda! Gute Imitation. Oh, wunderschön. Also ich würde sie sofort knallen, ganz im Ernst, ich würde sie sofort knallen. Zelda! Nun mach doch nicht so ein trauriges Gesicht. Uns ermöglicht dieser Ort ein angenehmes Leben und schließlich ist die Welt des Lichts doch nur in ein Schattenreich verwandelt worden. Midna, die Wesen der Finsternis versuchen eure Erhaber zu werden. Sagt mir warum. Tja, warum wohl? Die heult sich gerade aus, oder? Bald werden die Wachen hier sein. Flieht besser. Sorry, ihr müsst gehen, solange ihr noch könnt. Ich bin fett. Ja. Zelda, ich will dich nicht verlassen. Ich lieb dich doch. Schnell, verschwindet, bevor die Wachen erscheinen. Nein! Hier, ich mach mich schon auf dem Bett gemütlich. Hier können wir gleich Sex haben. Kann man sich hier irgendwie hinlegen? Krass, ich kann auch sowas. Zelda, komm, wir haben Sex. Schnell, verschwindet. Ja, schnell würde ich auch gerne schreien. So, schneller, schneller, schneller. Okay, dann müssen wir wohl eben gehen. Tschüss, Zelda. Da kommen die Wachen schon. Verdammt, das sind sie schon. Was für aufdringliche Typen. Wo lang? Da oben. Es regnet, es stürmt. Und Midna fliegt aus einem Torbogen heraus. Hinter ihm ist Zestron LP. Oder nur Zestron. Der ihr auf den Arsch starrt. So, das, was jetzt alles kommt, ist wieder völlig neu. Also, ab hier weiß ich auch nicht mehr, was weiter war. Hehehe. Und, weißt du jetzt, wo wir sind? Ich hab's dir ja versprochen, also bring ich dich dahin, wo du hergekommen bist. Ich frage mich nur, ob du wirklich schon nach Hause willst. Könnte es nicht sein, dass du irgendetwas Wichtiges vergessen hast? Was denn? Was? Oh mein Gott. Alter, ich bin jetzt voll krank. Hehehe, willst du sie retten? Ich könnte dir dabei behilflich sein. Allerdings. Willst du dafür als mein Diener alles tun, was ich dir sage? Okay. Nun, denk in Ruhe darüber nach. Wir sind an der Quelle wieder und ich bin immer noch Hund. Warum bin ich immer noch Hund? Ach so, eine Kleinigkeit. Ich hätte es fast vergessen. Um ins Schattenreich zu gelangen, brauchst du die Hilfe eines Wesens der Finsternis. Woran mag das wohl liegen? An was wohl? Schattenreich, Wesen der Finsternis. Man sieht sich. So, und wie soll ich jetzt wieder Mensch werden?
Da kann man lang, aber ich gehe mal hier raus. Yay. Und? Was willst du jetzt machen? Dachtest du etwa, ich wäre weg? Eins muss ich dir doch sagen, es bringt nichts, wenn du hier versuchst, den Helden zu spielen. Jenseits der Brücke beginnt bereits das Schattenreich und dort kommst du nur hinein, wenn du ein Wesen der Finsternis dich hineinzieht. Kurz gesagt, du brauchst die Hilfe von jemandem wie mir, um das Schattenreich zu betreten. Wenn du deinen Freunden also helfen willst, dann tust du besser, was ich dir sage, verstanden? Ob wir erfolgreich sind, hängt ganz allein davon ab, ob du auch brav bist. Und denk nicht, dass ein paar nette Worte ausreichen, mich zu überzeugen. Ich will Schwänze sehen. Alles, was ich im Moment brauche, sind ein gutes Schwert und ein Schild. Du weißt doch, was das heißt. Hey, was willst du tun? Während wir hier reden, breitet sich das Schattenreich aus. Also los. Also, sie hat gesagt, ich brauche ein Schwert und ein Schild. Da hinten beginnt das Schattenreich, also müssen wir hier lang. La 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 la. Oh, was ist das? Hier springe ich an. Hopp, 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 hopp. So, kaputt. Lässt nichts fallen, leider. La 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 la. Ordon. Kann ich den nicht irgendwie am Boden so töten? Und hier. Stirb, 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 stirb. So. Warte. Eichhörnchen. diesen Fiesling hast du ja ganz schön zu Euros gegeben. Diese Typen haben den ganzen Wald verwüstet und das Dorf auch. Sogar die Kinder aus dem Dorf haben sie entführt. Aber du bist einer von den Guten, das merkt man direkt. Schließlich riechst du genauso wie die Bäume von Ordern. Wenn du in Schwierigkeiten kommst, sprich am besten mit den Tieren im Dorf, ja? Keine Sorge, wir Tiere verstehen uns untereinander, bist also nicht allein. Yay, tschüss, Chipmunk. Ich bin jetzt gespannt, wie das Dorf aussieht. Sieht doch noch normal aus. Oh nein, was für ein Elend. Ach Kinder, wo seid ihr nur? Vergebt eurem Vater, diesem törichten Taugenichts. Kann ich da hoch? Nein. So. Ah, ein Huhn. Nanu, neu hier, was? Gar nicht mal so dumm von dir, dich erstmal bei den wichtigsten Leuten bekannt zu machen, also quasi bei mir. Du willst dazu etwas über das Dorf erfahren, ich kann dir alles erzählen, was du wissen musst. Was meinst du? Erzähl. Für gewöhnlich ist das Dorf hier ein ganz normales, ruhiges Dorf, aber heute gab es ziemlichen Ärger, du glaubst es nicht. Monster haben das Dorf überfallen und die Kinder entführt. Übrigens, irgendwie siehst du auch ein wenig monströs.